Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, heute begeben wir uns in der neuen Welt, Euphrosyne, und los geht's, würde ich dann mal sagen. Gucken wir doch an, welche Götter uns diesmal erwarten. Irgendwo, nirgendwo. Euphrosyne. Ah, Sie sind gekommen. Endlich ist es soweit. So, der erste Gegner ist also auch schon sie direkt. So, wir nehmen mal Buffoot. So, bin ich mal gespannt. So, also ich bin ja auch zum ersten Mal drin, falls ich jetzt irgendwie nicht so wirklich was erklären kann, dann tut es mir schon mal leid. Aber ich versuche mein Bestes, es einigermaßen zu beschreiben. Wenn es dann losgeht irgendwie. So, kaum zu glauben, dass Nofikon selbst bekommen heißt. Zeigt mir, wie viel Leben in euch steckt. Aber die Musik ist ja cool. Lasst mich euch die Bedeutung von Fülle lehren. Fühlt ihr den Puls der Natur? Gut, da muss man rauslaufen, wenn so Blütenfälle sind. Geschenk der Erde? Muss man reinlaufen, okay. Reife Früchte erwartet die Ernte. Den Blumen, Wasser dem Baume. Gut, jetzt wieder rein zu ihr. Und da kommt direkt raus. Oh Gott, nein, die hat ja dieses. Okay, die gibt noch den Zwangsmarsch. Da muss man darauf achten, wohin man dann läuft. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich rufe die Kräfte, die in der fruchtbaren Erde wohnen.
Blau. Muss man dann da reingehen? Ah, anscheinend muss man in dieses Feld gehen, wo dieser HI einschlägt. Jetzt wieder blau. Okay, das ist ja nicht schwer. Nichts fasziniert mich mehr als das Leben. So, Geistlenkung vorwärts. Okay. Oh Gott. Da hat's mich zerbröselt. Sommer aus, okay. Gut, wenn das auch noch blühten. Das dürfte euch geschwächt haben. Ah, okay, da kommen wir diese Felder. Erstmal ins Gelbe. Dann ins Blaue. Wieder ins Gelbe. Wieder ins Blaue. Gut gemacht, meine Kinder. Und dann werden noch zweimal gelb gewesen. Setzt euren Weg fort. Gut, das war Nofika. Gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. So, erstmal aufpassen. Diese Woche gibt es ja nur einmal Loot. Vorerst. Auf mein Geheiß soll sich das Antlitz der Erde wandeln. So, irgendwelche komischen Verröschlinge hier. Ja, was kommt denn da? Achso, ein Behemoth, okay.
Yeah. So, dann haben wir den nächsten. Ha! Sie sind doch tatsächlich gekommen. Sieh an, du lässt dich auf einen Besuch bei mir herab. So lasst uns die göttliche Prüfung beginnen. Altig und Nimea. Okay. Eines ist gewiss, ihr teilt alle dasselbe Schicksal. Eine Karte. Und man muss hier auch anscheinend Getränk nun trinken. Nun liegt es an euch, dem Schicksal zu trotzen. Lauf der Zeit, beuge dich meinem Willen. So, ich denke mal, Schicksal der Liebe ist einfach zusammenstehen bei Leuten. Euch bereit. Es gibt keinen drin. Okay, was sind die? Ah, okay, das schwarze Zeug hier am Boden gibt Gewicht. Somit werden wir nicht hochgeschleudert. Allerdings wieder rausgehen, weil erhöhte Magieverwundbarkeit ist nicht so geil, wenn hier ertrinkt in den göttlichen Fluten. Jemand dabei ist. Gut, den kann man auch einigermaßen leicht ausweichen. Wird mal rumgeschubst, kann das sein? Yep. Gut, einmal so, ist mal zwei. Und dann hier mal drei. Jetzt sind wir nicht liebend, oder was? Gut, anscheinend alleine stehen, denke ich jetzt einfach mal. Versuchen, Schicksal umgekehrt. Ach, okay. Man muss dann anscheinend zu ihr hin. Also beim Liebenden zu ihm und bei, wenn die Karte umgedreht wird, dann zu ihr. Denke ich jetzt einfach mal. Leute, der muss getrennt getränkt werden. Eure Stunde hat geschlagen. Macht irgendwas mit Zeit. Der dreht die um. Also ist es dann eins hier. Genau, dann ist
eins hier, dann zwei ist jetzt dort. Und drei hier. Das nimmt mich eh nicht voll. Diesen Moment habe ich lange gewartet. Lieben dann, wie praktisch. Der ist weg. Ah, okay, umgedreht. Gut, und jetzt zu ihr. Und so fand auch ich meine Bestimmung. Gut, die ist auch erledigt. Fühlt euch geehrt, auf diesem Schlachtfeld fallen zu dürfen. Eis. Kommt jetzt die, die ich die ganze Zeit schon befürchtet habe. Gefrorenes Reich. Das bedeutet... Boah, das sieht ja mal echt cool aus hier. So. Oh Gott. Nur weiter! Die Front ist ganz nah! Scheint so gut wie sicher, dass Halone die Furie uns erwartet. Ah, da bin ich jetzt gespannt. Hallöchen, Halone. Du hast unfassbar lange Haare. A, B, C. Okay, wir sind B. Also hier. Krieger, beweist mir euren Kampfeswillen! Blickt eurem Trupp mit Stolz entgegen. Ach Gott, ihr habt vorgezeichnet, was sie macht. Oh Gott. Ich bin schlecht, um sowas zu merken. Schon wieder. Außen, dann hier. Dann rüber und dann rein. Außen. Hier. So. Und dann hier rein. Okay. Achso, einmal auch komplett ausrasten. Gut, nicht dort stehen, wo der rote Kreis dann ist. Und ausrasten.
komischen Pfeile, keine Ahnung. Ach so. Müssen wir uns jetzt in Gruppen aufteilen. Jupp. Ah, dann den großen Eisbär in der Mitte. Alles klar. Die will's wissen. Oh, könnte das Fechten doch eben wären. Okay, da haben wir dies auf zu geplant. Stehen, weil sie hinten einfach mal alles umnäht. Das schon wieder. Das habe ich nicht aufgepasst. Schlecht. Geht. Ach gut. Euer Kampf ist doch nicht vorüber. Ah, Pikinier hat Schnitt und Dragon. Nehmen wir mit. Ah, hübsch. Wer erwartet uns jetzt hier? Wer bist du denn?
Menfina, die Liebende. Und nun empfangt die Liebe des Mondes. Oh, ich liebe die Musik. Die wird immer besser. Yay! Neue Ausrüstung. Keine Sorge, hier wird es euch an Liebe nicht fehlen. Ich demonstriere euch gerne mein Können. Okay, die gehen irgendwie alle weg vom Mond aus der Mitte? Achso. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge schon, ich habe mir das schwieriger vorgestellt. Die haben dieses, dann irgendwas mit dem Mond. Vielleicht sollte ich mich etwas zurückhalten. Hoffentlich seid ihr alle gut vorbereitet. O Mond am Himmel, hab Erbarmen mit ihnen. Also da anscheinend rein. Erst zu den anderen Monden hin, die langsamer aufgehen. Ja, die explodieren nacheinander. Gut, dann müssen wir anscheinend die Eiszapfen jetzt umhauen. Das nur, weil ich euch liebe. Oh. Ein Hund. Und wer bist du? Ja, ich hab keinen Namen. Kommt, spielt mit meinem Kleinen. Okay, der holt mit seiner rechten Pfote aus und die macht einen Angriff nach hinten. Das wird anspruchsvoll.
Ach, jetzt rutschen auch noch durch die Gegend. Ich hoffe, ich stehe richtig. Yep. Gut. Ah, Eis ist weg. Meine Liebe für euch ist ungebrochen. Oh Gott, nein! Oh, die ist echt anstrengend. Alle zu mir! Ihr müsst jetzt tapfer sein. Göttliche Freude. Danke. Ich bin meinem Traum einen Schritt näher gekommen. Sühne abgeschlossen. Das war schön. So. Ah, der Turner. Gebe ich mal dem. So, was haben wir denn da alles? Ausrüstung für Magier. Okay, diesmal alles etwas blau gehalten. Gut, ist nichts dabei für unsere Klasse. Gut, dass ich die Schuhe genommen habe. Aufziehhalone für alle, die es eisig kalt mögen. Oh, 21. Das wird wahrscheinlich nichts. Dann gibt es drei Menfina-Karten und Notenrolle von Favor, von Rhythm of the Realm und Dedicated to Moonlight. Oder? Dedicated, ja. So, was kriegen wir denn alles? Mal gucken. Bei Notenrollen könnte es vielleicht was werden. Oder auch nicht. Egal, da müssen wir ja jetzt eh einmal pro Woche rein. Da wird sich schon irgendwas finden. Ah, zum Glück geht es euch beiden gut. Ihr habt die Daten also. Wunderbar. Dürfte ich wohl die Ehre haben, den Kristall zu entnehmen? Ich wollte schon immer einen näheren Blick darauf werfen. Sei vorsichtig, wir wollen schließlich nicht, dass die Daten beschädigt werden. Ganz vorsichtig, komm zu mir, göttliches Wissen. Was ist das? Uah!
Ist schon in Ordnung. Der Kristall ist intakt. Wir sollten ihn besser verstauen, bevor es noch weitere Überraschungen gibt. So, diesmal sind es 5 Götter. Interessant. Euch gebührt unsere Dankbarkeit dafür, dass ihr uns unserem Traum näher gebracht habt. Ach, Altig, musst du immer so förmlich sein, auch wenn es nicht so ausdrücken kann. Ich versichere euch, mein Bruder ist höchst erfreut. Was machst du hier, Nofika? Hattest du nicht bereits genug Spaß mit den Sterblichen? Keineswegs. Ich möchte noch mehr mit ihnen reden. Nofika hat euch den Schlüssel zur Wahrheit des Monuments versprochen, nicht wahr? Ja, so ist es. Dann solltet ihr eure Gedanken zu etwas lenken, das Informationen enthält. Kommt schon, Bruder. Du musst ein wenig deutlicher werden. Um es klarzustellen, wir werden die von euch benötigten Objekte erschaffen, aber wir brauchen eure Hilfe, um ihnen Form zu verleihen. Keine Sorge, das Aussehen hat keinen Einfluss auf die Funktion. Versucht einfach, euch etwas vorzustellen, das Informationen enthält. Ein Buch. Ein Buch. Ein Pergament. Ein weiteres Buch. Und ein Lagerstein. Wundervoll. Bitteschön, diese Objekte werden sich bei eurer Aufgabe als nützlich erweisen. Ganz Eosia sind ewigwährende Steine verteilt, die Informationen enthalten, um die Worte des Monuments zu vervollständigen. Wenn ihr eines eurer Objekte an solch einen Stein haltet, werden diese Informationen darin aufgenommen. Wir haben diese Steine verstreut, damit die Sterblichen unsere Geheimnisse nicht lüften würden, doch in letzter Zeit scheint ihr neue Verwendung für sie als Objekte der Anbetung gefunden zu haben. Könnten diese Zeichen der 12 gemeint sein? Da sind sie, oder? Oh, der Gedanke, dass sie Informationen über die Götter enthalten. Anscheinend haben wir damit unsere nächsten Zielorte. Abgesehen von den 3 Stadtstaaten befinden die Zeichen sich, glaube ich, in Kurtas und Mordona. Ich schlage vor, wir teilen uns auf, um die Aufgabe schneller zu erledigen. Ich möchte auch mitkommen. Das könnte etwas verstörend wirken. Nein, Minfina, es wäre nicht recht, diesen Kindern eine solche Bürde aufzutragen. Nach all dieser Zeit haben wir endlich die Gelegenheit, mit Sterblichen zu sprechen, ganz aus der Nähe etwas über sie zu lernen, und sie wird nicht so schnell wiederkommen. Ich muss sagen, ich teile Minfinas Ansicht. Selbst du, Halone? Ich möchte auch mehr über euch erfahren und ich denke, ich spreche da für uns alle. Lasst uns gerne gemeinsam reisen. Das ist Musik in meinen Ohren. Wir werden über euch wachen und dafür sorgen, dass ihr eure Ziele sicher erreicht. Dann sollten wir ohne weitere Umschweife... Nicht so schnell! Habt ihr geglaubt, ihr könntet... euch ohne uns zu vergnügen? Die anderen haben unsere Domäne gut im Griff, also kommen wir auch mit. Nun, es liegt uns fern, euch daran zu hindern. Auch wir sollten unsere Gestalt verändern und jeder einen Sterblichen wählen, den wir begleiten.
Bitte lass es etwas Unauffälliges sein. Ich glaube, mein Ziel ist Tanalan. Und dann hätten wir Lanusea für Raha, den Finsterwald für Kriele. Und zu guter Letzt Mordona und Curtis für Derek und Tero. Ist das in Ordnung für dich, Kriele? Ich komme schon zurecht, keine Sorge. Ausflug mit den Göttern. Menfina ist ein Häschen und Halone ist ein Fenrir-Welpe. Wir haben uns an die Auswahl der Götter gehalten. Aber warum glaubst du, sind wir beide zusammen unterwegs? Nun, weil ihr das faszinierendste Paar abgibt. Der götterstürzende Held und der Weltreisende. Ich werde die Gelegenheit genießen, mehr über euch beide zu erfahren. Nun denn, die anderen haben sich bereits auf den Weg gemacht, also sollten wir das auch tun. Abgesehen von meinem eigenen Zeichen, sollten wir Mordona und Curtis jene von Taliak und Halone finden. Oh, welch eine süße Kreatur. Es freut mich, dich zu treffen, Kleiner. Anscheinend will er uns auch begleiten. Welch eine ungewöhnliche Truppe, die es geworden ist. Die Götter haben wirklich keine Hemmungen. Verzeih mir, Tero, ich hätte nicht voraussehen können, dass es so kommen würde. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht es dann mit Menfina und Halone zusammen mit Derek und dem Opo-Opo-Jungtier durch die Welt, um deren Steine zu finden. Und ja, da war es das für diese Folge erstmal. Aber noch eine Kleinigkeit. Euphrosyne-Münze, die benötigen wir zusammen mit der Aglaia-Münze, um uns Sachen einzutauschen, um unsere Ausrüstung auf 630 zu heben. Kann man den Razzatan erwerben. Und jetzt muss ich mir eben gucken. Wir bekommen 620er Items in dem Raid. Sieht auch so silberblau aus. Gut, ich werde versuchen, das für den Schnitter komplett zusammenzukriegen. Und dann zeige ich euch das, sobald ich es komplett habe. Gut, aber nächste Folge geht es dann erstmal weiter mit, ja, dem Haufen hier. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Hoffe, ich konnte einigermaßen irgendwie helfen bei dem Beschreiben, was sie so drauf haben. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier. Bis dann, Leute. Ciao. Dämonen der Dunkelheit werden wir in die Welt des Lichts einfallen, um endlich vom Tod zu kosten.